Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal zu meinen Monatsfavoriten. Und der eine oder andere von euch hat es vielleicht auch mitbekommen. Ich war in den letzten 2 Wochen verreist und deswegen wird es so eine kleine Holiday Edition. Was mochte ich so am allerliebsten auf meiner Reise? Was habe ich am häufigsten benutzt? Natürlich ist auch wieder Parfum dabei und am Ende auch ein paar Buchtipps bzw. was ich gelesen habe. Und ich würde sagen, ich beginne mit meinem Make-up. Das war nicht viel. Ich habe einen kleinen Concealer mitgenommen von Nude Sticks. Den hatte ich euch schon mal gezeigt. Den habe ich gekauft bei Lookfantastic. Und das ist die Mini-Version. Und ich dachte, das eignet sich hervorragend, um das mit in den Urlaub zu nehmen. Und genauso war es auch. Ich muss jetzt mal gucken. Nude 5 ist meine Farbe hier. Der hat so einen kleinen Applikator. Und davon habe ich einen kleinen Hauch immer abends einfach unter meine Augen getupft. Habe das Ganze dann mit dem Beauty-Schwamm verblendet. Und viel mehr brauchte ich auch nicht. Ich habe für meine Haut dann ein wenig Puder verwendet. Da habe ich von Max Factor das Facefinity dabei gehabt. Das kennt ihr bestimmt schon seit über 10 Jahren von mir. Und tatsächlich habe ich es auch lange davor schon benutzt. Das gibt es nämlich schon so lange am Markt. Mittlerweile haben sie es nochmal neu rausgebracht, eine vegane Formulierung dafür gefunden. Und man kann hier dieses Inlay, also das Puder plus den Schwamm einzeln kaufen und auch immer wieder nachfüllen. Das heißt, man muss nicht immer die ganze Umverpackung neu kaufen. Finde ich sehr schön. Ich mag das Produkt aber auch super gerne, muss ich sagen. Hier ist auch ein Lichtschutzfaktor mit drin, was jetzt abends nicht wirklich wichtig war. Aber ich habe das manchmal mit einem Pinsel nur ganz leicht aufgestäubt und manchmal auch wirklich mit dem Schwämmchen aufgetragen. Dann hat es ein bisschen mehr Deckkraft, dann kann man präziser damit arbeiten. Ich liebe dieses Produkt, gerade im Sommer, wenn es schnell gehen soll, auch um es in die Handtasche zu geben, um dann zwischendurch nochmal so die glänzenden Stellen abzupudern. Einfach nur mega, habe ich jetzt bis jetzt fast immer im Urlaub mitgehabt. Nehme ich auch weiterhin mit. Dann hatte ich einen Bronzer dabei von Make-up Coach, den liebe ich wirklich sehr. Das ist der Glow Bronzer von Make-up Coach. Der sieht so aus, der ist so leicht marmoriert, hat also noch einen gewissen Glow auch mit drin durch diese Marmorierung, durch die hellen Stellen. Und den mag ich nicht nur deshalb, weil der ein kleines bisschen dunkler ist, gerade für gebräunte Haut super. Der hat auch so einen leichten Rotstich mit drin, aber nur einen ganz leichten, sodass es sehr natürlich aussieht. Und ich liebe den auch für die Augenlider. Das habe ich ganz häufig dann einfach mit einem Blendepinsel auch auf meine Augenlider gegeben und fertig war's. Also Concealer, Puder und dann so ein bisschen Bronzer, Lippenstift, Mascara, fertig. Viel mehr habe ich im Urlaub auch wirklich nicht gemacht. Ein bisschen mehr, muss ja meine Augenbrauen auch immer machen. Da hatte ich dabei von Catrice dieses Brow Powder Set in Waterproof, weil ich es unbedingt testen wollte. Ich habe dazu einen kleinen angeschrägten Pinsel mitgenommen. Ich mag die Farbe. Ich habe hier Ash Blonde gewählt. Kennt ihr aus meinen DM-Videos? Das habe ich wirklich mitgenommen und ihr seht auch, dass ich das ordentlich verwendet habe. Ich wollte wissen, ist es wirklich waterproof? Ich habe es auch tagsüber mal aufgetragen, ganz leicht, und ich war damit auch im Whirlpool und schwimmen und so. Das hat wirklich gut funktioniert. Das Produkt selber hat mich also tatsächlich überzeugt, die Farbe ebenfalls. Mir war es nur ein bisschen zu aufwendig, im Urlaub immer reinzugehen mit dem schrägen Pinsel, immer das aufzutragen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe meine Benefit-Produkte sehr vermisst. Mein Brow-Wachs, mein Detailer, mein Precisely My Brow Augenbrauenstift. Ich habe heute Wachs und Detailer verwendet. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe die Produkte, die ich euch jetzt zeige, die meine Monatsfavoriten ja sind, heute nicht verwendet. Ich habe mich nämlich gefreut, wieder an meine Sammlung, an meine Produkte, die zu Hause geblieben sind, gehen zu können und mich damit zu schminken. Deswegen, ja, heute alles mal nicht in der Anwendung, sondern ich zeige es euch so. Das Produkt ist wirklich gut aus der Drogerie, werde ich auch weiterhin verwenden. Nur jetzt für die Reise war es für mich ein bisschen unpraktisch. Was ich auch dabei hatte, wonach ich dann abends häufiger gegriffen habe, ist von Maybelline, dieses Build a Brow. Auch in Blond habe ich das mitgenommen. Auf der einen Seite ist so eine feine Filzstiftspitze, damit kann man so Härchen nachkreieren und die Augenbrauen auffüllen. Und auf der Rückseite ist eben ein Augenbrauengel, damit kann man das Ganze dann nochmal durchkämmen, fixieren. Es hat auch gut funktioniert, geht natürlich insgesamt ein bisschen schneller als mit dem Puder, ne? Das Puder sieht ein bisschen weicher aus, aber wie gesagt, ab sofort keine Kompromisse mehr, keine Tests mehr im Urlaub. Das stresst mich nur. Ich nehme in Zukunft wirklich meine bewährten Produkte von Benefit mit. Damit bin ich am schnellsten. Das sieht für mich am besten aus. Und das habe ich ebenso für mich entschieden im Urlaub. Was ich auch noch mit hatte und ab und zu verwendet habe, ist von Hourglass dieser Bronzer hier. Das ist der Ambient Lightening Bronzer in Radiant Bronze Light. So heißt die Farbe. Auch der ist marmoriert, ein bisschen heller. Also den habe ich eher so als zusätzliches
Highlight, Bronzing-Highlight noch über den anderen Bronzer von Make-up Coach manchmal drüber gegeben, einfach nur, um hier so ein bisschen mehr Schimmer zu erzeugen für Fotos. Ich habe eine Menge Fotos gemacht, auch viele Modefotos. Da könnt ihr mir auch mal sagen, ob ihr ein Modevideo gerne vielleicht sehen möchtet. Also viele von euch schreiben mir das immer. Hey, das inspiriert mich, zeig doch mal deine Mode. Es muss ja nicht immer etwas sein, was man dann unbedingt nachkaufen will oder muss. Ne? Also teilweise habe ich die Sachen auch gar nicht mehr zu verlinken, also die gibt es dann nicht mehr, weil die schon älter sind, aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich so auch anhatte im Urlaub. Ich habe viele schöne Teile dabei gehabt und viele Fotos gemacht, wie gesagt, und ja, lasst es mich wissen, dann mache ich gerne mal wieder ein Modevideo. Ich glaube, ich habe Lust dazu. Ich glaube, ich mache das sowieso. Ja. Dann hatte ich dabei einen Make-up-Schwamm, um eben diesen Concealer zu vertupfen. Der ist jetzt auch richtig gar. Also den habe ich dort immer nur ausgewaschen, auch mit Seife und so, aber der wird halt nicht richtig sauber. Der kommt jetzt in die Waschmaschine. Ich sammle diese Schwämmchen hier immer in so Wäschesäckchen. Da kommen die rein, so 20 Stück auf einmal, dreckige Beautyblender. Und dann kann man die ruhig bei 30, 40 oder auch 60 Grad, habe ich auch schon gemacht, problemlos mitwaschen. Und gerade bei 60 Grad kommen die wirklich porentief rein, da wieder raus. Dann verteilt man die so ein bisschen, legt die so hin, damit die trocknen können. Dann werden die ja wieder kleiner und es ist einfach perfekt. Was ebenfalls perfekt war, wie immer dabei, mein Lip Liner von Make-up Coach, die beste Freundin. Ich liebe den heiß und innig. Es ist für mich einfach die perfekte Farbe für meine Lippen. Ich umrande meine Lippen damit, mache sie damit auch oft ein bisschen größer, schattiere sie damit und male sie oft auch ganz damit aus. Heute habe ich die Mitte freigelassen und habe dann einfach etwas von dem Super Balm von Essence drüber gegeben. Das ist so ein leicht schimmernder, leicht rosé schimmernder Balm. Das verschmilzt dann mit der Farbe von dem Lip Liner. Das kann man dann so nach Lust und Laune auch mit anderen Lip Linern kombinieren. Und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich häufig getragen im Urlaub. Und meine Mascara war die Panorama von L'Oréal Paris. Ich mag die, besonders für den Alltag. Ich trage die auch heute. Die öffnet wirklich das Auge. Ich nehme immer zwei Schichten und damit bin ich super klar gekommen, weil es eben auch eine Tubing-Mascara ist, die sich sehr leicht abschminken lässt. Das ist auch so ein großer Vorteil. Wenn ich auf Reisen bin, nehme ich immer hier so ein Mikrofasertuch mit. Das ist jetzt das Original von Celina Blush, also ein Make-up-Radierer, sage ich dazu immer. Die klassischen sind pink oder schwarz und hier habe ich eben mal einen erwischt. Der ist gelb, der war mal aus irgendeiner Sonderedition. Da steht auch Make-up-Radierer drauf, das Original und so weiter. Gibt es oftmals nicht mehr bei Amazon zu kaufen, also das Original jetzt. Dafür gibt es aber ganz viele ähnliche Produkte, die auch gut ihren Job machen. Und damit mache ich eben warmes Wasser drauf abends und dann gehe ich damit über mein Gesicht. Das ist auch schön groß und legt sich so komplett drauf. Und damit hole ich mein ganzes Make-up wieder runter, inklusive Mascara. Und bei einer Tubing-Mascara, die sich ohnehin schon leicht abschminken lässt, ist das problemlos machbar. Und dann ist man abgeschminkt ganz schnell und kann sich eincremen und ins Bett gehen. Hervorragende Geschichte. Und noch ein kleiner Tipp für die Reise. Ich habe natürlich auch meine Nagelfolien dabei gehabt. Ich trage heute diese hier. Das sind so hellrosane mit rosé-goldfarbenem Streifen und einem kleinen Herzchen drauf. Das ist von Manifix. Da habe ich auch meinen Rabattcode MAMAKO. Da könnt ihr 25% auf alle Folien sparen, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Und dann nehme ich immer so Toppets Zippertüten mit. Für alles, was nicht auslaufen soll und für alles, was ein bisschen sortiert sein soll. Und da habe ich eben auch meine Manifix Folien reingepackt. Einmal die roten. Die hatte ich vorher getragen und habe gedacht, nimm mal die anderen, die noch übrig sind, auch mit, falls mal einer kaputt geht, absplittert, doch abgeht, was weiß ich, was damit passieren könnte. Dann hätte ich das nochmal reparieren können. Dann habe ich mein UV-Gel von Manifix da reingepackt und die kleine Lampe. Die ist so klein, die kann man so zusammenklappen, auch ganz leicht, nimmt kaum Platz weg im Gepäck. Und das hatte ich dabei und dann habe ich am letzten Tag des Urlaubs mir noch die Zeit genommen, eine halbe Stunde, und habe die alten Nägel ab und die neuen drauf. Dann brauchte ich das hier zu Hause nicht machen. Man hat ja genug zu tun, wenn man aus dem Urlaub kommt, ne? Wäsche waschen und so, ihr wisst Bescheid. Und dann habe ich sie mir schön nochmal neu gemacht und jetzt habe ich das auch wieder erledigt. 2, 3, 4 Wochen Ruhe, je nachdem, wie lange ich sie drauf lassen will. Und ja, das mache ich dann ganz gerne noch im Urlaub mit. Diesen Lippenstift, die habe ich auch sehr geliebt. Das ist von Max Factor, die Farbe Burnt Caramel. Ein sehr, sehr schöner Rosenholz-Rosé-Nude-Ton. Kann man einfach drüber geben. Der ist so satiniert, glänzt ein bisschen. Geht immer, steht, glaube ich, aus sehr, sehr vielen Hauttypen, Hauttönen. Den habe ich auch oft getragen. Kommen wir zu meinem Parfum. Da hatte ich zwei dabei. Eins für
tagsüber oder auch abends, was ich sehr mochte von Larif. Das ist so ein ganz günstiges. Solare heißt das. Es riecht sehr sauber, fast so wie das Nivea Sun, falls ihr das kennt. Und das habe ich mir sehr gerne, sehr großzügig auch aufs Haar und überall hingesprüht, damit ich gut dufte. Und das ist für mich so ein absoluter Sommerduft. Und dann hatte ich für abends das hier dabei. Das ist jetzt auch fast leer. Das ist von Gaultier, Jean-Paul Gaultier. Boah, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich muss es gleich rausfinden. Dann schreibe ich euch das unten mit in die Infobox mit rein. Das habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Und hier ist eben so ein schöner kleiner Schutz dabei. Auch für die Reise sehr praktisch. Dann kann da eben nichts draufdrücken und das Ganze kann nicht auslaufen. Das fand ich sehr praktisch. Und eingewickelt habe ich das dann einfach in meinen Make-up-Radierer. Zack, damit da eben nichts passiert und nichts kaputt gehen kann. Dann hatte ich noch etwas dabei für meine Haare natürlich. Da habe ich von Olaplex dieses Strong Hair Kit. Da ist drin eine Mini-Version von Olaplex Nummer 3. Das ist diese Maske, die man vorher verwendet, um die Haare zu reparieren. Gebe ich mir gerne in die Längen. Habe ich nur einmal angewendet jetzt im Urlaub. Dann ist da drin die Nummer 4 und 5. Das sind Shampoo und Conditioner. Die Nummer 6 ist da drin. Das ist ein Leave-In-Produkt und ein mini kleines, und das hat völlig ausgereicht, Haaröl. Seht ihr, wie wenig ich davon nur verwendet habe? Da reichen ja zwei, drei Tröpfchen fürs Haar. Und die Nummer 6 ist dann eben in so einer kleinen Tube. Ja, ist auch fast leer. Und das ist jetzt die Größe von Nummer 3, 4 und 5. Also das reicht völlig aus für 2 Wochen Urlaub. Und ich habe mir da auch nicht so häufig die Haare gewaschen. Ich habe sie meistens hochgeknotet, damit da eben kein Chlorwasser drankommt oder sowas oder Meerwasser. Und habe stattdessen manchmal ein Trockenshampoo verwendet. Allerdings hatte ich meins zu Hause vergessen und habe mir das hier beim Friseur dort vor Ort gekauft. Und das ist richtig toll. Das hatte ich also vorher noch nie. Das ist von Paul Mitchell, das Dry Wash Refreshes Hair. Das habe ich mir dann einfach in die Ansätze gesprüht, am zweiten Tag, am dritten Tag. Einfach damit die Ansätze wieder so ein bisschen frischer sind. Und dann brauchte ich sie nicht waschen und habe damit meine Längen und Spitzen geschont. Ganz, ganz tolles Trockenshampoo, muss ich wirklich sagen. Picobello. Ihr wisst, einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist Andreas Eschbach. Von dem habe ich schon sehr, sehr viel gelesen. Und diesmal hatte ich ein, ja, Jugendbücher habe ich mitgenommen. Ich weiß, das interessiert nicht jeden unbedingt. Ich hatte zuletzt das Jugendbuch Gliss euch vorgestellt. Das fand ich sehr gut. Aber ich hatte vor einiger Zeit Aquamarin gelesen, fand das ganz interessant. Und meine Mama hat eben Teil 2, das heißt Submarine, und Teil 3, Ultramarin, auch noch gekauft. Also Ultramarin hatte ich ihr geschenkt, ist auch wurscht. Auf jeden Fall diese beiden Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte, Band 2 und 3, hat sie mir mitgegeben zum Lesen. Die habe ich beide gelesen, fand die auch ganz gut. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und dann habe ich vor Ort in der Bibliothek dort mir ein Buch ausgeliehen, das fand ich auch großartig, deswegen kann ich es euch aber jetzt hier nicht zeigen. Ich blende es euch aber ein. Das ist von Charlotte Link, Das andere Kind. Und oh mein Gott, das hat mich sehr beschäftigt, dieses Buch. Das ist so ein bisschen die Geschichte so, also eine spannende Geschichte. Es geht auch um Mordfälle, die aufgeklärt werden wollen. Und man kann so ein bisschen mit überlegen, wer könnte es gewesen sein. Es ist so eine Familie, davon könnte es so jeder gewesen sein und so. Parallel dazu wird aber von der Großmutter die Geschichte von ihrer Kindheit über ihre Jugend bis in ihr Erwachsenenalter erzählt, weil sie hat das aufgeschrieben in Form eines Tagebuchs. Und das macht mich immer verrückt, wenn ich dann die Hauptgeschichte lese. Und zwischendurch dann kommt wieder der Text vom Tagebuch und dann ist man wieder so da drin, wie sie als Kind und was sie dort erlebt hat. Und dann wieder der Schnitt und dann man ist wieder in der Gegenwart und rätselt damit. Oh. Aber deswegen konnte ich das Buch auch kaum aus der Hand legen und fand es sehr, sehr spannend. Es ist ein dickes Buch mit vielen Seiten, sehr viel Inhalt und es hat mich doch auch nach dem Fertiglesen sehr beschäftigt noch. Und ich finde es gut. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr neuen Lesestoff braucht. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und das waren meine Monatsfavoriten aus dem Monat März. Ich hoffe, dieses Video hat euch Freude gemacht, euch im besten Falle ein bisschen unterhalten und euch vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video, macht am besten die Glocke dazu an. Dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video von mir online geht. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!